Die Chemnitzer Kunstsammlungen präsentieren ab sofort 48 Werke des Künstlers Georg Baselitz. Außerdem soll er heute einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt erhalten. Warum und weshalb, da haben wir uns jetzt mal umgehört. Frau Mössinger, vielleicht mal aus Ihrer Sicht, wer ist Georg Baselitz? Oh, wer ist Georg Baselitz? Ein weltberühmter sächsischer Künstler. In Deutsch-Baselitz geboren, danach hat er sich auch benannt, eigentlich heißt er Herr Kern. Seine große Teile seiner Familie leben hier immer noch. Und da hat er auch, obwohl er ein Weltkünstler ist, auch ein Heimatgefühl. Das ist ja eine sympathische Seite für die Menschen, die hier so leben. Und er hat einen großartigen, expressiven Stil, der sehr wahrheitshaltig ist. Also er schönt nicht. Sondern ist da sehr ehrlich und wir haben die jetzt wunderbare Großformate hier zu zeigen und man kann da durchaus auch stolz darauf sein, dass so ein Künstler eine Bindung auch an eine Stadt wie Chemnitz hat und an unser Museum. Wie kam es denn zu der Verbindung oder zu der Zusammenarbeit mit dem Chemnitzer Kunstsammlungen und ihm? Die liegt schon lang zurück. Bis 1998 geht es zurück. Da hatten wir die Gelegenheit, die Sammlung der Deutschen Bank zu zeigen, zu großen Teilen. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass er große Anerkennung auch nicht nur von mir genießt, sondern es kamen 900 Menschen zur Eröffnung hierher. Und im Augenblick hat er eine ganz umwerfende Ausstellung in Basel in der Sammlung Beierler. Und wir hatten natürlich jetzt, wenn er so eine langjährige Kooperation hat und er 80 Jahre wird, dann wollten wir durchaus mal nochmal unseren Bestand zeigen. Und ich finde, das lohnt sich sehr abwechslungsreich. Skulptur, Malerei, Aquarelle, Zeichnung, grafisches Werk. Man hat dann einfach einen Eindruck, wie breit gefächert sein Oeuvre ist. Also ist Ihrer Meinung nach der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt auch völlig gerechtfertigt? Ja, der ist sehr gerechtfertigt, ist sehr großzügig, hat nie irgendwas abgelehnt. Auch, dass wir jetzt diese Mondrian-Schwester, der hier haben, das war ein großes Glück, weil die macht er gar nicht mehr aus Kräftegründen, kann er das gar nicht mehr machen. Wir haben auch, er hat ja das Bühnenbild für die Oper in Chemnitz gemacht. Dabei macht er normalerweise Bühnenbilder für Amsterdam oder jetzt für München. Er weiß es einfach zu schätzen, dass er hier geschätzt wird und er ist wirklich sehr großzügig. Ja, Frau Mössinger ist also voll des Lobes für Georg Baselitz, auch weil unter anderem dieses Werk von ihm ist und hier jetzt in Chemnitz hängen darf. Und was seine Meinung ist und warum überhaupt seine Werke jetzt in Chemnitz hängen, das hat er uns auch verraten. Ja, ich freue mich, das zu sehen. Ich finde das ganz fantastisch. Ich weiß nicht, ob man das in Chemnitz alles so akzeptiert, aber mit der Zeit vielleicht. Wenn ich das so sagen darf, ich denke, ich darf das sagen. Es gibt ein Problem. Das betrifft eigentlich nur die Formulierung. Also das sind Geschenke, das sind definitiv Geschenke. Und es gibt eine Formulierung, die man finden muss, damit der Schenker nicht Steuern dafür zahlen muss. Begreift keiner, aber es ist so. Man ist in Chemnitz voll des Lobes für Georg Baselitz und seine Werke. Wenn auch Sie diese Werke mal besichtigen wollen, haben Sie noch bis zum 8. Juli diesen Jahres die Chance, in die Kunstsammlungen Chemnitz zu kommen und die Werke des Künstlers zu besichtigen.